Zeit haben wir noch. Ungefähr 8 Minuten. Dann sehen wir die zweite Rakete. Nur noch 8 Minuten. Na los, beeilt euch! Macht schneller! Los, schneller arbeiten! Los! Verstanden, weiterarbeiten. Unsere Computerspezialisten haben alle Wahrscheinlichkeiten für einen Angriff berechnet. Alle Systeme arbeiten einwandfrei. Ich verstehe. Was sagt das Team aus dem Rechenzentrum? Sie werden es nicht einmal rechtzeitig schaffen, hier zu sein. Das ist nicht zu ändern. Keine Panik, bitte. Komm schon, komm schon. Wir brauchen klare Sicht. Zeigt euch. Ich brauche klare Sicht. Wir können nicht mehr länger warten. Wir verlieren zu viel Zeit. Noch 7 Minuten bis erste Rakete in unserem Beobachtungsbereich. Wir haben keine Zeit mehr für einen Gegenschlag. Wie entscheiden Sie sich? Siehst du das? Da, da. Wartet weiter. Der Computer kann sich nicht täuschen. Ich verstehe das einfach nicht. Verdammt, Sie müssen diesen verfluchten Angriff bestätigen. Verstanden. Alle 30 Sicherheitskontrollen bestätigen den Angriff. Die Infrarotgeräte prüfen die Wärme aller 5 Raketen. Verstanden. Was machen wir jetzt? Gar nichts. Ich traue diesem Computer nicht. Wir warten. Wir warten, bis auf dem Radar etwas zu erkennen ist. Noch 6 Minuten, bis die erste Rakete in unserem zweiten Beobachtungsbereich sichtbar wird. Achtung, Kampfeinheit. Wir müssen damit weitermachen, auch alle anderen Satelliten zu überprüfen. Alle Satelliten müssen einwandfrei funktionieren. Jeder kehrt zurück an seinen Arbeitsplatz, sofort. Hören Sie auf das, was ich sage, und befolgen Sie meine Befehle. Wir haben noch höchstens 5 Minuten. Also weitermachen, weitermachen. Vielleicht sollte ich meine Meinung ändern und dem Protokoll folgen. Es war schwer, sich zu entscheiden. Wiederhole, 4 Minuten. Sehr schwer. Die erste Rakete erreicht den zweiten Beobachtungsbereich in 3 Minuten und 30 Sekunden. Scheiße, ich schaffe das. Aber eines wollte ich absolut nicht: der Auslöser für den Dritten Weltkrieg sein. Sollten Sie tatsächlich mein Land angreifen, dann habe ich schwere Schuld auf mich geladen. So ist das. Aber ich wollte meine Meinung nicht mehr ändern. Mit Beginn des Dritten Weltkrieges wäre es so, als würde man die Menschheit durch den Fleischwolf drehen. Ich wiederhole, 2 Minuten. Ein Soldat aus der Sowjetunion, der nicht an das System geglaubt hat? Da. Ja. Die erste Rakete wird in 1 Minute und 30 Sekunden erscheinen. In den nächsten paar Minuten werden sie auf dem Radar erscheinen. Und ein paar Augenblicke später werden sie über den Köpfen unserer Leute explodieren. 1 Minute. Die erste Rakete ist in 1 Minute sichtbar. Arbeitet weiter, Genossen! Arbeitet weiter! Das 7. System. Die 4. Noch 30 Sekunden. Die erste Rakete erreicht den zweiten Beobachtungsbereich in 30 Sekunden. Millionen Leben hingen am seidenen Faden. 25 Sekunden. Und niemand wusste davon. 20 Sekunden. Ich konnte diesen Gedanken einfach nicht loswerden. 14 Sekunden. Die Zahl der Toten wäre so hoch, dass sich das kein Mensch vorstellen kann. 2, 1. Die Sichtbarkeit der Rakete hätte jetzt bestätigt werden müssen. Die Zeit ist abgelaufen. Und die Radare haben keinen Raketeneinschlag angezeigt. Ich wiederhole. Auf den Radaren wurden keine Raketen registriert. Stellt den Kanal auf 109. Männer! Ich hoffe, ihr seid noch alle am Leben. Verdammt! Meine Entscheidung war die einzig richtige. Ich hatte recht.